Freitagmorgen treffen sich der Klassenlehrer Herr Langemann und der Schuldirektor Herr Karkowski im Lehrerzimmer. Was ist denn los, Herr Langemann? Ich habe ein Anliegen. Was ist denn? Mir gerät ein Schüler, Kopf zu brechen. Sie lassen sich doch nicht so schnell unterkriegen, oder? Ja, aber der muslimische Schüler, Mubin Ahmed, der integriert sich nicht, der ist immer allein unterwegs. Auf dem Pausenhof, im Klassenzimmer, immer. Und du hast den Kammer nicht zu Spaß beiseite. So geht es schon seit der 4. Klasse. Mubin ist ein fleißiger und guter Schüler. Pünktlichkeit und Höflichkeit steht bei ihm ganz groß geschrieben. Also ein Schüler, wie jeder Lehrer es gern hätte. Jedoch ist er auf dem Pausenhof bei seinen Mitschülern sehr unbeliebt und uncool. Freitagmorgen, 7.45 Uhr, eine Mathearbeit in der Klasse 6a. Guten Morgen, Kinder. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Wir schreiben heute den Halbjahrestest und es ist sehr schwer. Alle sind gut vorbereitet. Jeder hat einen Spickzettel dabei, außer Mubin, denn seine Hilfe ist das Gebet. Ihr könnt anfangen jetzt. Herr Langemann, Sie müssen mal schnell kommen, es ist ein Notfall. Ja, ich drehe meine Runde und dann komme ich. Ich komme gleich. Ja, was ist? Jungs, ist er weg? Okay, das war's jetzt. Yeah! Was los? Wer schreibt euch? Jungs, braucht ihr Spickzettel? Hier, ein für dich. Wir schreiben 1. 101% richtig. Ey, Mobil, brauchst du Hilfe? Ich schau, komm, Streber. Wie nervt ihr? Wie nervt ihr? Die Arbeit ist gelaufen. Die Mitschüler und Mobils haben es gut gemeistert. So hat es zumindest den Anschein. Am Montagmorgen stellte sich jedoch etwas anderes heraus. Guten Morgen, Kinder. Ich habe die Arbeiten jetzt am Wochenende korrigiert und ich habe was Merkwürdiges festgestellt. Denn fast alle haben in den ersten beiden Aufgaben das gleiche. Außer Mubin, der hat das nicht. Und deshalb habe ich die aus der Bewertung rausgenommen und dann hat sich festgestellt, also was da rausgekommen ist, die Noten. Dann haben wir hier, 12 Fünfen, 3 Vieren und eine 1. Und ihr dürft raten, wer die 1 hat. Liebe Brüder, dreimal dürft ihr raten, wer die 1 hat. Ja, es ist Mubin Ahmed, ein kleiner, intelligenter muslimischer Junge, der von seinen Mitschülern ausgelacht wird, weil er ehrlich ist. Ein muslimischer Junge, der von Schülern umgeben ist, weil denen moralische Eigenschaften keinen großen Wert haben. Ein muslimischer Junge, der sich schützen möchte vor solchen Tugenden, aber als integrationsunwillig verurteilt wird, weil er ein Muslim ist. Liebe Brüder, in dieser oder ähnlichen Lage befinden wir uns tagtäglich. Doch auch, wenn die gesamte Klasse mit dem Rücken zu dir steht. Auch, wenn die gesamte Klasse dich auslacht, gerade weil du dich für das Gute einsetzt, dann hast du Allah auf deiner Seite. Denn das Gebet ist die Tür zu Allah. Das Gebet ist der Schlüssel zum Erfolg. Und das Gebet ist und bleibt unser Augentrost, sagt Allah.